Willkommen zurück. Also ein letztes Video muss noch sein zu der Anlage hier. Also erstmal davor, im vorherigen Video hatte ich einen kleinen Fehler drin. Da habe ich zwar hier diesen tollen Mechanismus eingebaut, dass er schaut, wenn Liquid drin ist und so weiter, dass er dann nichts weiter hinzubläst. Habe aber vergessen, das einzubinden. Das ist jetzt korrigiert und siehe da, jetzt geht der Filter auch nicht mehr an. Ne? Jetzt rauschen hier die Wohlerteile ist wirklich schön durch. Es wird immer kälter und je kälter es wird, desto schneller verflüssigt sich das. Und jetzt kriege ich hier echt in kurzer Zeit mal wirklich Mengen hin. Hier man sieht dann schon 15 Liter, 16 Liter. Also es sind jetzt, keine Ahnung, 5 Minuten vergangen oder so. Ja, besser als vorher. Und dann habe ich mir noch was überlegt. Ich habe das Problem, wenn ich dann hier abpumpe, dann würde hier der Druck abfallen und dann würde hinten die Anlage gleich wieder anspringen. Wie ich das jetzt umgehen kann, ohne dass ich jetzt noch einen Tank hinbaue und hier jetzt noch mehr Gedöns mache, habe ich mir was ganz Simples überlegt. Und zwar messe ich hier oben einfach die Liquids von dem Tank. Und ich pumpe den ja auf bis auf 5500, wird der vollgefüllt. Und wenn er voll ist, der Tank, dann hüpft er einfach hier rüber, dann hüpft er nach Ready, dann ist ja alles ausgeschaltet und das macht er so lange, bis hier nur noch 100 Moles drin sind oder 100, ja, was ist 100? Also auf jeden Fall, ich schätze mal 0,1 Liter oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, bis dann 100 erreicht ist und dann hüpft er wieder nach Start und dann beginnt dieser Zyklus aufs Neue, aber bis dahin habe ich jetzt meine Ruhe. Genau, das ist der Nachtrag jetzt zur Klimaanlage, zur Kühlung von den Wohlerteils. Ja, ist echt wichtig, diese Schutzmechanismen hier einzubauen. Jetzt explodiert hier alles. Genau, aber damit sollte es gut gehen, sollte passen. Ja, das wird dann auch noch besser, wenn das jetzt mal durchgelaufen ist und beziehungsweise der Tank voll ist, dann werden die Volatiles, die jetzt dann noch gasförmig sind, die werden dann auch noch flüssig. Sollte funktionieren. Genau. So, das ist die Produktion der Volatiles hier. Nette Klimaanlage. So ein fettes Ding habe ich noch nie aufgebaut. Genau, und dann können wir demnächst starten, um die Liquid-Rakete mal aufzubauen. Das ist übrigens mal meine Base von außen, die habe ich glaube ich noch gar nicht gezeigt. Ja, das ist noch nicht schön, das ist halt alles zum Testen jetzt gerade. Dann haben wir hier die Nitro-Herstellung, drüben haben wir die Volatiles-Herstellung. Mein Auspuff. Genau. Und in diesem Sinne war es schon wieder. Nächstes Video startet dann mit der Rakete. Bye bye.